Ganz herzlich willkommen, meine Lieben. So, allein das mag ich auch schon wieder, ne? Das ist dann ja, er hat gerade geladen. Im Grunde sind wir schon im Level, kriegen trotzdem aber erstmal eine Überschrift für unsere nächste Spiele-Session. Finde ich nett, finde ich gut. Ja, ich finde auch gut, dass es weitergeht mit Kona 2. Und es freut mich, dass es doch einige gibt, die sich das ganz gerne anschauen. Herzlich willkommen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir hatten ja jetzt die Grenze der Quarantänezone erreicht. Haben leider ein Blutbad vorgefunden. Und Jules, der aus welchen Gründen auch immer nahezu unversehrt dort lediglich mit einem fröstelnden Gesicht steht und sich wundert, warum wir so lange gebraucht haben. Ja, für den suchen wir jetzt gerade wieder neue Meteorstückchen und sind dabei unter anderem in diesem Holzfällerlager gelandet, wo ich dann gleich mal speichern konnte. Nun haben wir beim letzten Mal immer mal wieder Stücke gesammelt auf dem Weg. Ich hoffe, es war nicht zu gestreckt. Die letzte Spieleeinheit hat jetzt den Vorteil, dass wir gar nicht mehr so viel abklappern müssen. Es gibt da noch zwei Areale, in denen ich nicht war. Da fahren wir jetzt hin. Dann nehme ich mal an, finden wir noch weitere Fragmente und dann kann es auch bei Jules weitergehen. So, hier ist soweit alles nett. Da muss ich mir das so ein bisschen gewöhnen, dass offene Türen nicht mit E geöffnet werden. Da passiert einfach nichts. Man muss wirklich durchgehen, damit er sie aufdrückt. Ist bei näherer Betrachtung aber irgendwie auch ganz nett, weil man so bedenkt, der Charakter weiß, sie ist offen. Der probiert das nicht aus, der geht einfach durch. Im Grunde simuliert man genau dieses Feeling damit. Gar nicht schlecht. Oh, war ich hier schon drin? Ich glaube nicht, ne? Oh, hier ist auch nochmal ein Kamin. Achso. Ah, dann war ich hier schon. Genau, das war die Hütte, wo es kein Brennholz gab. Oder? Ist das nur eine weitere ohne Brennholz? Was this creature, what the occupants of this place were afraid of? Ja, schräg, oder? Sieht auch nicht aus wie die Kreatur, die wir gesehen hatten. Die hatte nämlich ein Geweih. Das ist nochmal eine andere Kreatur. Gut. Gut, mit Batterien können wir uns auch wirklich totschmeißen. Sollen überlegen, ob wir uns nicht eine Zwille kaufen, um damit Gegner zu beschießen. Okay, ich glaube, hier war ich schon überall. Hier war ich auch. Da war das Radio, das die Musik dudelt. Ja, ich glaube, wir können jetzt hier wieder raus aus dem Lager und weiter Fragmente suchen, die zwar einmal hier dieses kabelförmige Gebilde. Ach, und in einem anderen Areal bin ich jetzt gerade. Gut, bevor ich zurückgehe, versuche ich hier mal, sieht man vielleicht, wo mein Cursor ist. Da müsste man durchkommen können. Und ich glaube, von der Seite aus hatten wir sogar ein Signal. Dann gehe ich da jetzt erstmal hin. Es müsste hier sein. Ja, da ist sogar ein Weg. Ja, na bitte. Von hier haben wir es auch schon. Ja, das wird das gleiche Signal sein. Hier auch wieder diese Dinger, die von der anderen Seite auch den Weg blockiert haben. Ich fürchte, die kriege ich nicht durch. Kann ich hier fotografieren? Nee, aber ich habe was ins Journal geschrieben. Schau ich da doch mal rein. Ein Holzfäller, der in großer Angst erfroren ist. Den habe ich mal wieder nicht fotografiert. Ich glaube, das wird auch nichts mehr, dass ich hier regelmäßig Fotos mache. Klappt immer nur sporadisch. Kantinebereich, genau, da waren wir ja schon. Okay, vier rote brauche ich jetzt. Ah, ich habe noch gar keine roten. Ich hatte diese Pfeilspitze in der Fabrik gesehen. Beziehungsweise in der Forschungseinrichtung unter der Mine. Die hat er aber nicht mitgenommen, oder? Nee, da habe ich noch genau null von. Das ist schlecht. Ich hoffe nicht, dass wir dahin nochmal zurück müssen. Gut, hier kommen wir jedenfalls nicht weiter. So viel ist schon mal sicher. Guck mal, wie komfortabel. Die hatten gleich drei Klos hier. Man sorgt sich um seine Holzfäller, sieht's aus. Frag mich generell, was das für ein Job ist. Den stelle ich mir irgendwie wahrscheinlich viel zu romantisiert vor. Mir gefällt der Gedanke, mit der Axt durch den Wald zu rennen und Bäume zu schlagen. Und das sein Tagewerk zu nennen. Zweifellos anstrengend, glaube ich sofort. Aber ich glaube, das ist in Sachen Psychohygiene auch hervorragend.
Man laugt sich körperlich aus. Man kann praktisch meditativ arbeiten, wenn man es erstmal drauf hat. Boah, diese Fahrt, die geht mir echt so ein bisschen aufs Gleichgewichtsorgan. Muss ich wieder auf den Kontrollbildschirm gucken, dann geht's besser. Geht's euch eigentlich auch so? Wenn es zu sehr schwankt, ist mir das ein bisschen heftig. So gern ich mit dem Hundeschlitten auch sonst unterwegs bin. So, ah ja, da haben wir schon das Signal. Eine seltsame Höhle. Dann hoffe ich mal, dass sie 4 Fragmente hat. Okay. A cave like this could have escaped his gaze. Fortunately, Carl knew how to climb. One could only hope that the Mistanite was hidden there. Können wir wirklich, weil wir sonst schon überall waren und nur Blaues gefunden haben. Ich hoffe, ich war bisher nicht zu leise. Ich habe hier gerade gesehen, dass ein Regler zu niedrig war. Mal sehen. Ich habe nämlich so ein Mini-Mischpult, mit dem ich eigentlich nichts weiter tue, als einen Adapter zu haben zwischen USB und dem Mikrofon. Weiß gar nicht, was das so kann. War ein ziemlich teurer Adapter. Okay, da bin ich aber schon mal auf dem richtigen Weg. Ja, hier ist wahrlich nichts mehr. Ah ja, und hier ist schon die Höhle. Oh, wer bist denn du? The atmosphere in the cave was heavy with despair. It smelled like a tomb, madness and sadness. So, wer bist du? Starb an einer Kopfverletzung infolge eines Sturzes, ja, könnte sein. Die Mordwaffe? Ja, sowas nur Sturz oder Mord? Okay, an meine geliebte Familie. Ich bereue es zutiefst, dass ich so weit weg von euch bin und euch nicht öfter besuchen konnte. Mittlerweile ist mein Körper zu geschwächt, als dass ich zu euch kommen und euch ein letztes Mal in die Arme schließen könnte. An meine liebe Frau und meine geliebten Kinder. Der tobende Sturm hält mich davon ab, mich von euch zu verabschieden, von meiner letzten Reise. Mein Körper ist zu geschwächt und ich empfinde große Reue darüber, dass ich euch nicht öfter besucht habe, als ich noch die Kraft dafür hatte. Ein unbekanntes Übel hat Besitz von mir ergriffen und ich fürchte, dass ich schon bald nicht einmal mehr in der Lage sein werde, euch zu schreiben. Tut mir leid, Freund. Sehen, muss ich den dokumentieren? Ja. So, sicherheitshalber aber schon mal eine Waffe. Aber hier geht's gar nicht weiter. Hm. Was ist das? Ich hoffe, das sind nur Bäume. Da wollen wir mal drauf schießen. Mal gucken, was passiert. Gar nichts. Okay. Jawohl. Aber es waren schon mal rote Schwarten, keine blauen wie bisher. Das betrachte ich mal als gutes Zeichen. Die Leiche jetzt nicht so, aber die roten Schwarten. Auch wieder dieses Gestein. Das wird doch sicherlich auch noch irgendwann relevant werden. Bin ich denn jetzt eigentlich hier inzwischen? Warum? Ich wollte da hoch. Achso, der Eingang ist wieder verlegt mit diesem... Oh, Moment, hatte ich das da nicht mal probiert? Aha, okay. Ha. Ist da Bescheid und ich jetzt auch. Ah, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Okay. Carl could feel the danger exuding from the cave walls. Something was suffocating him, as if it were gripping his insides violently. Was it only fear deep down? Nur noch 2 Wege. Schauen wir mal, ob hier irgendwo Strahlung ist. Nein, doch. Aber wo?
2 Kilometer. The cave inside of Carl's head was clashing with the cave he was currently roaming. Reality was fleeing through the tunnels. Panic gripped him, as if his footsteps could no longer find the firmness of reality, could no longer differentiate between the cave in his head and the one in front of him. Der beschreibt ein interessantes Gefühl. Oh, und dann ist die auch noch so verzweigt. Er sagt, er kann sich kaum noch von dieser Höhle abgrenzen, weiß nicht, was in seinem Kopf geschieht und was in dieser Höhle. Oh, okay, das wird jetzt schwierig. Und wieder 3. Was ist das hier? Wir wollen das angehen. Spielt es überhaupt eine Rolle? Geht's mal immer wieder nach rechts. Okay, es macht einen Unterschied. Dann halte ich mich einfach mal rechts. Oh mein Gott. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Das ist jetzt wieder der Anfang. Gut, dann nehme ich jetzt mal die Mitte. Das scheint das gleiche Spiel zu sein. Und ich muss jetzt tatsächlich so langsam meine Temperatur im Auge behalten. Offenbar werde ich hier nicht so schnell wieder rauskommen. Okay, jetzt wiederholt es sich immer nur, ne? Dann nehme ich jetzt mal links. Oder Moment, beim letzten Mal habe ich... Nee. Oder? Ich weiß nicht. Schauen wir nochmal. Ich nehme nochmal die Mitte. Ja doch. Da keine Änderung. Dann nehme ich jetzt mal links. Da komme ich gleich hier hin. Nature is not so petty. Nature itself would not have been able to dig itself such chambers, such tortured paths. This cave was man-made. Oh, das ist jetzt neu mit 3. Carl was desperate to find the way out. Ja, ich bin langsam auch ein bisschen unsicher. Haben wir die gleiche Wahrnehmung, Carl. Wir sind wie Brüder. Ach Mist. Moment, dann gehe ich mal wieder zurück. Jetzt ist hier nur noch eine Säule, ne? Hier waren noch vorher 3. Bah, jetzt nehme ich mal wieder die Mitte. Jetzt habe ich wieder die 3 Säulen. Jetzt nehme ich mal rechts. Tu mal so, als hätte ich voll die gute Idee. Ah ja, das habe ich mir nicht gedacht. Gleich zurück. Mal schauen, ob die 3 Säulen noch da sind. Nee, sie sind weg. Oh mein Gott. Was mache ich denn jetzt? Ich sehe mich dem Gefriertod nahe, wenn das so weitergeht. Ah. Hat gar nichts. Gibt mir nicht mal Wärme. Ja, ihm wird kalt. Bringt mir dieses Kraut eventuell was? Nee. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, es soll darauf hinauslaufen, aber mal gucken. Neue Strategie, einfach mal random laufen.
Sieht auch immer diese kurzen Glitches. Wie ein kurzer Fehler in der Matrix. Ist, glaube ich, kein Zufall. Ich sehe auch keinerlei Anhaltspunkte. Wir laufen und wir frieren und sind todunglücklich. Wenn ich jetzt erfriere und wir bei der Holzhütte wieder rauskommen, dann werde ich dort erstmal weitergehen, würde ich sagen. Mach mir hierüber nochmal Gedanken. Aber ich sehe gerade, das Krähenkraut hat mir Energie zurückgegeben. Ist es was? Ist es was da? The flickering light of the lantern gave Carl hope of finally seeing the outside world. Ach, ein Glück. In the warmth, Carl Faubert could feel his entire body relaxing. The chills gradually disappeared. His teeth stopped chattering. Ach, ein Glück. And he became very calm. If he let himself go, he would sleep for days. Oh, Geldbeutel. Paul Devereaux aus Quebec. 50 Jahre. Ach, ich bin ja echt ein bisschen froh. Hab ein bisschen mit ihm mitgelitten, muss ich sagen. Haben sie interessant inszeniert. Verschiedene Gesteinsproben, ja. Oh, Aufzeichnung eines Geologen. Bestimmt ganz toll. August 70. Erdboden und Leech Lake ungewöhnlich porös. Erstaunlich hoher Eisengehalt. Wahrscheinlich durch den Unfall bei der HMC, werde die Abteilung informieren. Nebenbei bemerkt, das war eine sehr ungemeine Bemerkung. Ich glaube, Geologie findet zunächst mal intuitiv niemand spannend, aber es ist gar nicht so. Geologie kann ein sehr spannendes Fach sein, musste ich feststellen. Hatte da mal eine Probevorlesung verfolgt. Ich kann verstehen, dass Menschen eine Faszination dafür haben. September 70. Am nordwestlichen Seeufer wurde ein feines blaues Pulver gefunden. Haben eine Probe genommen. Man könnte es fast mit Saphir- oder Diamantstaub verwechseln. Es scheint sich um ein industrielles Nebenprodukt zu handeln. Während des Einsammels erlitt ich einen Anflug von Übelkeit. Mein Kollege Paul Devereaux ebenfalls. 30. September 70. Sehr aktuell, ne? Gerötete Hände. Die Übelkeit lässt nicht nach. Wir trugen beim Einsammeln gute Schutzausrüstung. Paul geht es immer schlechter. Ich befürchte, dass es sich um Strahlenkrankheit handelt. 2. Oktober 70. Hörte in der Nacht eine Explosion. In der Ferne sah ich Lichter und eine große Rauchsäule. Scheint aus der Mine zu kommen. Seitdem fallen im Sektor Erzbrocken vom Himmel. Wir haben in einer Höhle Zuflucht gesucht. 3. Oktober 70. Schlecht. Pauls Ausdruck hat sich verändert. Er weicht nicht mehr von meiner Seite. Ich habe... Und da hört es auf einmal auf. Wie weit mag ich in der Höhle sein? Oh, ist das Paul? This rock looked just as Jules described it. Unsettling and bewitching all at once. It burned you just by looking at it. And yet, you couldn't help but want to touch it. Carl could not recognize in this scene either a rational crime or murderous fury. It was desperation and madness that okay. dealt these blows. A madness greater than man that vibrates an incandescent red. Gut. Würde ich auch als Gewalt betrachten. Das ist André. Okay. Und wir haben das erste rote Mistanit. The Mistanite was fascinating. Its texture, its flamboyance. You wanted to know its origin, its power, its possibilities. To discover through it a great secret. Oh. Hä? Ach so, er hat die erst ausgelegt, glaube ich, ne? Jetzt kann ich klettern. Okay. Verstehe.
Oh, und hier ist der andere. Ach, ich bin wieder am Anfang. Alles klar. Ich glaube, den hätte ich noch fotografieren müssen, ne? Er hat eine hohe Affinität für Leichenbilder. Nicht drüber nachdenken. So. Obwohl, gab es nicht mal eine Zeit, oder war das eher so eine regionale Geschichte, wo es noch dazugehörte, Verstorbene nochmal ein Inventar zu richten und ein Foto zu machen von ihnen, manchmal sogar mit ihren Angehörigen? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ist vielleicht auch Prägung, wie man das wahrnimmt? Ich fände das, ehrlich gesagt, verstörend. Mir würde das keinen Trost geben. Aber gut, ich bin auch anders sozialisiert. Möglich, dass man daraus Trost ziehen kann. The bite of the icy wind had never been such a welcome feeling. The exit at last. Okay, wo? Achso, runterklettern, ne? So, dann würde ich sagen, als nächstes zur Holzfälle, bitte. Aber schön. Im Gegensatz zu den blauen Steinen ist das hier jetzt nicht bloß das Sammeln, sondern wir erfahren auch neue Einzelheiten aus den Ereignissen hier vor Ort. Gut, 4 Stück brauchen wir. Aber noch ein bisschen was vor uns. Ja, habt ihr ja recht. Gut, wir können jetzt hier hin. Und dadurch können auch hier durch. Macht das einen Unterschied? Ja, wenn ich zur Hütte reise, kann ich zwischendurch nochmal speichern. Das ist gut. Wow, wow, da recht. Mist. Ich wollte es so schaffen, war keine gute Idee. Ja, jetzt bin ich richtig. Wow, wow, wow. Clef Bell Wow. Achso. Gut. Einmal totes Pferd, falls ihr Hunger habt. Wicked. Manche humoristisch gemeinen Einlagen sollte man sich, glaube ich, einfach verkneifen. Die sind unnötig und ein bisschen dumm und ein Quäntchen eklig. Sorry an dieser Stelle. So. Und jetzt ab zu dem blauen Stein. Bin ich kurz ein bisschen gefröstelt. War der hier letztes Mal auch schon? Carl no longer looked any further. This was another victim of the same nightmare. Einer der Holzfäller vom Lager. Zigarette aus Kuba, da, ja, kann ich bestätigen, dass es die hier gibt. Stolperdrahtteil, okay. Er wollte eine Falle stellen. Und ein Bestechungsbrief. Sehr geehrter Herr Beauchamp? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Anbei ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung für die wertvollen Informationen, die Sie und Ihre Kollegen so unermüdlich der Hamilton Mining Corporation zur Verfügung stellen. Es handelt sich um Zigarren aus einer der namhaftesten Kollektionen der Welt, eigens aus Kuba importiert. Ich freue mich auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit. Also mit sowas könnten wir mich überhaupt nicht bestechen.
Aber mit schöner Schokolade. Ich mag ja diese Marabou so gern. Ich glaube, die heißt Marabou, ne? Köstlich. So, aber jetzt machen wir uns den Weg mal frei, würde ich sagen. Jawohl. Oh ja, es rötet. Oh, hier werde ich wohl eher Kämpfe haben. Wieder Auftakt zu einem Kampf. Vielleicht sollte ich mir doch eine effektivere Waffe nehmen. Oh. Stehen die allmählich? Hier ist Stolperdraht, ne? Ich glaube, auf den muss ich aufpassen. Oh, ja. Oh, weiß gar nicht, kann man den auf dem Video erkennen? Der ist wirklich schwer zu sehen. Hier ist er auch. Hier ist er auch. Eine Sackgasse. Ah, hier ist er auch. Oder kann ich den hier lösen? Kann ich den vielleicht weghauen? Nee, juckt den gar nicht. Ist jetzt die Frage, kommen wir hier durch oder muss ich wirklich von der anderen Seite hier ran? Da ist wieder einer. Sieht gut aus. Da ist einer. Da ist wieder einer. Da auch, aber hier glaube ich nicht. Sieht gut aus. Ja. Oh Mann. Hoffentlich ist er weg, wenn ich den Stein gefunden habe. Ist jetzt erstmal die ganze Zeit nichts. Wo ist denn der Stein überhaupt? Ich gehe nochmal suchen. In der Richtung, okay. Und noch knapp 50 Meter. Hier sieht es gut aus. Da ist wieder einer, aber hier glaube ich nicht, genau. Aber da wieder. Komm der Sache aber näher. Sehr gut. Hier ist überraschenderweise nichts. Da, ich sehe ihn schon. Sehr gut. Haben wir es etwa geschafft? Jawohl. Felt that he would soon come to the end of his quest. His inventory weighed heavily by his side. Hier sind noch weitere Stolperdrähte. Ich würde gerne auf der anderen Seite raus, einfach um auch mal dort gewesen zu sein. Jetzt sieht man sie auch besser. Sehen, ob die Hunde auch hinterher reisen und dahinter gleich wieder stehen. Das wäre natürlich sensationell. Und ich finde, ich spreng mal hier alles weg. Auf beiden Seiten. Einfach, weil ich es kann. Jawoll. Was immer ihr seid es die längste Zeit gewesen. Ah, ich höre sie schon. Ja, oh, ich liebe euch. Ihr seid herrlich. Ah, gut. So, ist jetzt die Frage, wo finden wir die anderen Fragmente? Hier war ich, hier war ich. War hier noch was? Was war da? Da war Jules, ne?
Ja. Was war da? Da war ein anderer Stein. Hier hinten war ich ja auch noch gar nicht. Wahrscheinlich muss ich da auch noch mal gucken. Ich reite mal hier vorbei und dann dahin. Ich reite nicht. Mann! Ich sollte wirklich Reise sagen. Das klingt so ähnlich, dann ist die Umstellung nicht so groß. Ich reise dorthin. Mit meinen Best Buddies. Achso. Wow, wow. Okay, ich würde gerne mal wissen, was das noch war. Diese Einbuchtung. War die hier? Ja. Strahlung kommt nicht von hier. Genau, aber da will ich hin. Ja, das passt. Ah, hat sich gelohnt. Sehr schön, da hinten wird es nicht weitergehen. Ah, das ist doch schön. Batterien. Ich bin mal gespannt, ob wir am Ende des Spiels dreistellig sind. Ja, weiter geht's nicht. Eigentlich werde ich da hinten auch gar nicht absteigen müssen. Und diese Strahlensignale kommen ja relativ schnell. Ich krieg hier keins. Dann lass es mal weiter. Ich denke mal, da hinten sind die übrigen beiden. Das ist ja noch ein großes Areal. Da hatten wir uns noch gar nicht umgeschaut. Na, bisschen rumflippen oder was war das? Das Schöne ist, ich muss gar nicht vorwärts drücken. Die reiten einfach. Starten wir schön kurz einen Besuch ab, weil wir ihn so sehr lieben. Die guten Schülen. Okay, aber die kommen nicht mit. Dann ist das so. Ja. Gute Wahl, ich gehe auch nur hin, weil ich muss. Rarely. Felt so good to Carl Faubert. He felt as if he wanted to laugh, cry and sleep all at the same time. Würde zugleich gerne weinen, lachen und schlafen. Oh, das Gefühl kenne ich leider. Gut, wo waren jetzt Schül? Beziehungsweise eigentlich interessiert mich ja nur der Speicherpunkt. Da ist er, der Freak. Ah, hast du sogar eine Sammelkarte mitgebracht. Ganz toller. So, gut. Hier. Jawohl. Ah, ich glaube, wir schaffen heute alle 4 Steine. So, bin ich da richtig? Ja. Obwohl, vielleicht reiten die ja außen rum. Mann! Reisen! Reisen! Ich reite nicht auf Hunden. Meine Güte. Da seid ihr. Hab euch gerne in meiner Nähe. Ihr seid gute. Ja, es scheint zu gehen. Okay, ist das der Zugtunnel? Gut, da wollen die jetzt nicht mehr durch. Ist okay.
Ah ja, alles klar. It was there, at the end of the tunnel, the force that was shaking the world took refuge. The storm that Carl had been trying to navigate for quite some time. Gut. Achso. Oh. Na, dich hat's auch kalt erwischt. Okay. Na doch, den fand ich ein bisschen lustig. Bin ich stolz drauf. War mal ein guter. War der Einzige, der über seine Witze lacht. Ja. Gut, okay. Aber ich kann auch nichts weiter an ihm machen. Ich kann hier nicht mal mehr weiter. Warum nicht? Okay, muss ich wohl die andere Seite lang. Hoffe ich. Ja, sieht so aus. Nee, es geht nicht weiter. Warum nicht? Warum komme ich hier nicht durch? Es muss doch gehen. Aber hier ist aber eine unsichtbare Wand. Okay. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ja, das bringt's auch nicht. Habt ihr eine Idee? Was ist das da? Da könnte ich auch nochmal hin. Oh, interessant. Foto? Nee. Aber es gibt hier eine Strahlenquelle. Ist die Frage jetzt wieder wo? Und die Richtung. Also da, wo ich mir schon gedacht habe, das wird in etwa hinkommen. Okay, lass uns weiter. Ich hatte mich gewundert, warum man mit E aufsteigt und Tabulatur wieder ab. Das macht Sinn, wenn man wie jemand wie ich ist, der mehrfach E drückt, bis er endlich drauf sitzt. Ich will ja drauf sitzen, absteigen, drauf sitzen, absteigen. So ist das von vornherein vereitelt. Oh, warum kehrt hier um? Ich will da lang. Ja, da geht's durch, genau. Ja, kommt hin. Gut. Numero 3. Was wird mich hier erwarten? Euch hier vielleicht eine Waffe? Zwei Bären und ein Elch. Tipp für diesen Bereich. Oh.
Oh, Elch war schon mal richtig. Ha! Okay. Ich hoffe, ich habe mit den zwei Bären nicht recht. It was the most massive beast he had ever seen in his life. And it was so white. Its eyes so blue. It was best to stay away. Tja, das ist jetzt rum. Von ihm fern zu bleiben. Ah, hier. Okay. Na bitte. Carl was nearly there. One last stone and his mission would be complete. Gut. Wir gleich nochmal die Karte studieren, wo da der nächste jetzt sein könnte. Hier dürfte nichts mehr weiter Interessantes sein. Hm. Nee. Okay. Da waren wir. Das war das mit dem Zug, ne? Gut, das käme jetzt irgendwie noch in Frage. Hier waren wir. Da weiß ich jetzt gar nicht, was da war. Das ist auch nochmal eine Überlegung wert. War ich da schon? Da gibt es schon noch ein paar Ecken. Mal gucken. Aber schön, die sind relativ abwechslungsreich, diese rote Stein-Missionen. Hier lang. Kein Signal bisher. Da auch keins. Gut, dann da das als nächstes, ne? Was ist das hier? Da kommt kein Signal raus, ansonsten. Naja. Da war dieser Wachturm. Fahre ich jetzt aber trotzdem mal hin, weil mein Charakter ist jetzt schon ziemlich unterkühlt, dann kann er sich da mal aufwärmen. Und speichern, und dann können wir weiter.
The detective could feel his blood rushing through his body and warming his limbs. With painful tingles, the tips of his fingers and toes were coming back to life. He welcomed this pain with utter bliss. Na komm, speicher. So. Sind auch wieder aufgetaut, wunderbar. Gut. Ja, ihr habt Fell. Ihr habt's gut. So, wollte ich jetzt hin? Da war ich ja. Da war ich auch. Da war ich auch. Da war ich. Da war ich. Ja, bleibt das hier eigentlich nur noch. Probieren wir das nochmal aus. Warum habe ich den ganzen Krempel eigentlich mit dabei? Die armen Hunde. Oder wäre der Schlitten sonst zu leicht? Würde ständig abheben. Ah, ist noch ein ganzes Stück. Recht habt ihr. Okay, es ist nicht mehr weit. Ist da auch noch was? Was ist das? Oder gehört das noch zu der Holzfällerhütte? Ja, schon. Aber da ist nochmal so ein schmaler Durchgang. Muss der mich interessieren? Weiß es nicht. Nee, noch lange nicht. Obwohl, da kommen die nicht rein, ne? Da müsste ich jetzt zu Fuß. Probieren wir es mal aus. Diese umgeknickten Bäume sind ein ganz guter Indikator. Wieder kein Signal. Höchstwahrscheinlich ist hier nichts. Ich renne jetzt auch in die falsche Richtung. Oh fuck. Was passiert hier? Nein. Gut. Okay.
warum waren die hier? Ach so, weil ich hier wohl schon mal war und einen Stein geholt habe. Yay. Okay. Was bleibt denn jetzt noch? Mich wundert immer noch, dass ich nicht hier durch kann. Na gut, ich werde jetzt ein bisschen suchen und hole euch dann wieder dazu, wenn ich fündig geworden bin. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Wow. Schaut mal. Ich bin jetzt hier. Da bin ich ja schon ein paar Mal vorbeigekommen und hatte kein Signal entdeckt. Bin jetzt aber nochmal mit meinem... Wie heißt das? Wisst schon. Strahlenmessgerät, das hat doch einen Namen, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Reingegangen und siehe da, ich habe ein Signal und ich habe hier so eine Wand. Ich denke, hier finden wir... Ah, und sogar noch ein Lager. Perfekt. Hier finden wir, denke ich, das letzte Fragment. Nichts hier rein, würde ich sagen. Ah, es wird rötlich, sehr gut. Das wird mich erwarten, Gegner. Vielleicht wieder eine Waffe. Okay, 4 Wölfe, mein Tipp. Und ich glaube, das ist härter bewacht. Sagen wir ein Bär, ein Bär. Ich will das da noch wegsprengen, fällt mir gerade auf. Wenn dann alle, oder? So. Oh, 5 Wölfe. Ich hätte damit nicht so verkehrt gelegen mit den Vieren, wäre ich mal dabei geblieben. Na, dich auch noch? Oh. 6 oder habe ich eigentlich erwischt? Okay. Sieht gut aus. Ja, 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 perfekt. Sehr schön. Haben wir es doch. Und wir haben hier noch mehr. It had almost cost him dearly, but Carl finally had all 4 stones in hand. He could start heading towards Jules' camp. Ich überlege gerade, sind wir überhaupt schon mal gestorben? Ich glaube nicht, ne? Sicherheitsbeauftragten Armbinde, jawohl. Von dem ist nicht mehr viel übrig. Die Hunde hatten Hunger. Charles B. Tachua, Catholic. Und eine Wumme. Und reicht. Müssen wir das Elend noch fotografieren? Zu Dokumentationszwecken? Nö. Gut, wir haben alle 4. Wir können zu Schül. Zum jovialen Schül. Mit unseren reizenden roten Fummelfragmenten. Keine Ahnung. Ich hatte letzte Zeit mal wieder Switch Reloaded gesehen. Deshalb die vielen Alliterationen. Wo sie diese Bauersucht-Frau-Geschichte da persifliert haben. Herrlich. Wo ist denn jetzt mein Schlitten? Doggies, wo seid ihr? Bellt mal, damit ich euch finde. Achso, die sind ja auf der Karte. Ah, ganz schön weit weg, okay. Ja. Okay. So, wir sind ja im Grunde auch schon so gut wie da. Wow.
Genau, ihr wartet hier. Wuff, wuff. Na, wo ist er denn, der Süße? Da. Oder? Nee. Da. Schön, ich hab was für dich. Avez-vous des questions? Nö, aber Steine habe ich. Keine Fragen, nur Steine. Bitte sehr. L'appareil est prêt. Il reste seulement entrer dans le ventre de la bête. Suivez le chemin de fer. Bonne chance, Carl. Wie wär's denn mal mit Dankeschön oder gut gemacht? Okay, dann werde ich jetzt fragen, was soll ich tun, wenn ich dort bin? Erzähl mal, Jules. Was ist das wieder? Ah, nett. Danke. Siehst, ich sag Danke. Ont été placés de chaque côté du noyau. J'avais envoyé une équipe après l'explosion, mais ils sont jamais revenus. N'oubliez pas, il faut activer les balises avant de grimper la tour radio. Une fois au sommet, installer l'appareil et espérer mieux. Gut, es gab schon mal Teams, die daran gescheitert sind, aber jetzt sind wir beauftragt, auf die Funktürme zu klettern und dieses Signal dort anzubringen. Hier. Immer noch so ein bisschen Schiss, dass die... Ich habe nämlich mal einen Probestream auf YouTube versucht, was überhaupt nicht funktioniert hat, aber seitdem ist OBS so ein bisschen verstellt. Ich hoffe, die Aufnahme hat funktioniert. So, jetzt können wir auch bestimmt da hinten durch, oder? Mal sehen. Das sieht mir so ein bisschen nach Finale aus, oder? Ist doch jetzt das letzte Areal auf dem Map dahinter. Geht's nicht mehr weiter. Hier sind die beiden Funken. Wer weiß. Carl Faubert now had everything he needed to fight. The tools, the resources, and the courage. Yeah. All he needed now was that little push. The one that pushes us off the cliff and into the icy waters. A little bit of madness. Oh, diesmal komme ich weiter. Ist auch wieder so eine arme Socke. Sieht aus wie an einem Bauchschuss gestorben. Auch irgendwo in hier ist ein E, genau. Okay. Neues Areal, neues Glück. In Zeiten von SSD, glaube ich, ist es nicht mehr erforderlich, Level so zu splitten, oder? Okay, wir sind im Auge des Sturms. Carl was at the heart of it all, where the storm was drawing its energy and bursting all over Manistan. The imposing, icy structure nevertheless seemed to have come out of a dream. The detective felt that he was once again losing his mind. Okay. Ja, ich würde mal sagen, das grande Finale machen wir dann beim nächsten Mal. Ich bin zumindest ziemlich sicher, es wird das Finale werden. Ja, dann bedanke ich mich hier an dieser Stelle fürs Zusehen. Freuen wir uns auf die nächste Einheit. Ich glaube, ich werde relativ viele Folgen jetzt zum Wochenende machen. Bei Stray Souls dürfte bald fertig sein. Das dürfte dann fertig werden. Ich wollte mit euch dann die Demo zu Handwall gemeinsam angucken. Und dann vielleicht mal den ersten Teil gemeinsam spielen. Und eigentlich ist ja Alan Wake 2 auch rausgekommen. Ich habe aber gesehen, der gute InGames4U macht es. Da werde ich es mir angucken. Kann ich auch nicht. Also nicht, dass ihr denkt, ich kenne den, weil ich den so oft erwähne. Auch ungespielte Welten kenne ich nicht persönlich. Aber das sind so die beiden Gaming-Kanäle, die ich jetzt, abgesehen von den üblichen Verdächtigen, also Simon, Gregor, ja, eigentlich sind das die einzigen, die ich gucke. Ja, und halt ungespielte Welten und InGames4U und natürlich Mr. Lemsk. Die mag ich. Darum empfehle ich sie auch auf meinem Kanal. Jedenfalls, InGames4U spielt Alan Wake 2. Ich warte dann, bis es auf Steam rauskommt. Dann erspare ich mir den Kauf bei Epic. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche alles Gute, bis zum nächsten Mal.